Grüß euch, ich bin der Dominik Sandleitner, ich komme aus Waidhofen, bin 25 Jahre alt und es gefreut mich, dass ich heuer bei der Mostkennerrallye mit meinen drei Moste dabei bin. Nach meiner Fachschulzeit in Hohenlehn habe ich die Ausbildung gemacht zum Most- und Edelbrandsommelier. Ich war auch zwei Jahre Bezirksleiter und Mostreferent im Bezirk Waidhofen. Da habe ich das Wissen, das erlernte Wissen schon sehr gut anwenden können und umso mehr freut es mich, dass ihr heute meine Moste verkosten dürft. Bevor ich aber meine Moste vorstelle, darf ich euch noch meinen Betrieb vorstellen. Wir haben zwei große Standbeine bei uns und das ist zum einen die Tierhaltung und zum anderen die Mostproduktion. Wir haben ca. 20 Milchkühe und liefern unsere Biomilch an die Molkerei Nöhm in Baden. Zur Mostproduktion, bei uns wird schon immer Most gemacht oder ist schon immer Most gemacht worden, das hat der Opa schon angefangen. Und es werden auch verschiedenste Fruchtsäfte sowie Edelbrände, Liköre, Cider und andere Spezialitäten bei uns produziert. Ein großes Standbein bei uns ist auch die Lohnverarbeitung. Bei uns können auch Privatpersonen ihr eigenes Obst zum eigenen Saft verarbeiten lassen. So, aber jetzt zu meinen Moste. Ich habe drei Moste gekriegt von mir und die darf ich jetzt kurz vorstellen. Zum einen ist der Schmiedmost dabei. Der Schmiedmost ist unser Aushängeschild für unseren Betrieb. Wir sind nämlich bei den 7 Schmiedmostbauern dabei und produzieren gemeinsam Bio-Produkte, Bio-Spezialitäten. Der Schmiedmost zeichnet sich aus, dass er ein kräftiger Most ist, es muss ein Apfel-Birnen-Most sein und halt körperreich ist, dass er viel Geschmack hat. Der nächste ist der Bonapfel-Most. Der Bonapfel ist ein eher spätreifer Apfel. Wenn der Ende Oktober dann richtig reif ist, hat er einen hohen Zuckergehalt und eine angenehme Säure. Und so präsentiert er sich natürlich auch in der Flasche wieder. Zum Schluss haben wir dann nur den Schweizer Wasserbirnenmost. Der ist eher genau das Gegenteil. Die Schweizer Wasserbirne ist sehr mild, hat wenig Gerbstoff, wenig Säure und einen hohen Zuckergehalt. Ist eigentlich perfekt geeignet für einen Birnensaft, aber man kann einen ganz guten Most draus machen. Ja, somit wünsche ich euch viel Spaß beim Verkosten, gutes Gelingen. Ich hoffe, wir sehen Sie bald wieder mal und Gesundheit, Switzerland!